Wir reden gerade in Abständen mit Menschen, die einen Blick haben auf bestimmte Menschengruppen und wir sind in Corona-Zeiten. Corona-Zeiten bedeutet vor allem für Menschen, die in bestimmten Zwangssituationen leben, für Menschen, die zum Beispiel in Sammelunterkünften leben müssen, ziemlich beschissen. Das Ansteckungsrisiko ist relativ hoch, die Bewegungsfreiheit ist sowieso eingeschränkt und das betrifft nicht nur Geflüchtete, über die wir auch schon gesprochen haben, sondern insbesondere auch Menschen, die im Knast leben. Und wir wollen das Thema so ein bisschen durchdeklinieren heute mit Manuel Matzke. Manuel ist Sprecher der Gefangenengewerkschaft, bundesweite Organisation, GGBO, und wird uns jetzt Rede und Antwort stellen. Hallo Manuel erstmal. Julia. Genau, für alle, die es vielleicht nicht auf dem Schirm haben, ist ja auch ein Thema, was nicht so zugänglich ist für die Öffentlichkeit. Wie sieht es denn aus in den Knästen bundesweit, aber vor allem auch in Sachsen in diesen Zeiten? Also ich kann sagen, die Lage in den Gefängnissen ist gerade ein bisschen unentspannt, ein bisschen sehr unentspannt. Wir vergleichen das immer gerne wie eine Art Pulverfass. Ist halt darin geschuldet, Gefangene haben natürlich Angst um ihre Gesundheit. Gerade jetzt fahren die Anstalten in Film und fangen an, relativ sehr viele Maßnahmen zu ergreifen mit Kürzungen, ohne irgendwelche Ausgleichsvarianten. Das sind als Beispiel Besuchseinschränkungen, die komplett runtergefahren werden. Also Angehörige können ihre Familienmitglieder nicht mehr besuchen. Es gibt keine Alternativen wie in Zeiten, dass wir sagen können, so wie wir das jetzt gerade machen, dass wir miteinander skypen können. Das können sie nicht. Sie haben zwar die Möglichkeit, miteinander zu telefonieren in einzelnen Anstalten, auf den Hafträumen, die meisten aber verfügen immer noch über Gangtelefonie. Genau, die sind halt sehr eingeschränkt in ihren Rechten, die können halt keinen Besuch empfangen. Es ist auch in Sachsen, wenn ich jetzt nach Sachsen gucke, ist es halt auch explizit hier so, dass wir sagen können, dort entscheidet zum Beispiel auch über Rechtsanwaltbesuche die Anstaltsleitung. Und das sind ja Sachen, wo wir merken, hier gibt es halt auch keinen adäquaten Rechtsschutz mehr, weil du bist halt komplett eingeschränkt in deinen Rechten. Und das funktioniert halt gar nicht. Sowas muss halt stattfinden. Und Anstalten, auch das Ministerium, sind halt hier angehalten, Alternativen zu finden. Und das passiert halt einfach nicht. Seid ihr in direktem Kontakt? Also du, das kann man ja auch sagen, sitzt im offenen Vollzug, bist da noch so ein bisschen privilegierter, sage ich mal. Seid ihr in Kontakt mit Gefangenen in Sachsen? Kriegt ihr Erfahrungsberichte? Ja, ich selber habe natürlich Briefkontakt in den geschlossenen Vollzug. Wir machen das in Zeitheim, also via Hauspost. Das heißt, ich schreibe dann Brief, gebe den beim Bediensteten ab, der geht dann rein und so erfolgt auch die Antwort. Und daher wissen wir auch, dass die Lage halt sehr angespannt ist. Und was natürlich fehlt, ist die Kommunikation. Die Kommunikation fehlt auf allen Ebenen. Das bedeutet, das geht schon los vom Ministerium zur Anstalt, von der Anstaltsleitung zu den Bediensteten, von den Bediensteten zu den Inhaftierten und zu den Angehörigen. Dort scheitert es einfach. Man muss lange suchen, bis man überhaupt erfährt, wo kriege ich die Information her. Und das kann halt nicht sein. Und das sorgt halt gerade wirklich so für diese Unruhe. Wie geht's weiter? Dann ist es halt auch so, dass dem geschlossenen Vollzug in Sachsen die kompletten Lockerungen gestrichen wurden. Sie wurden auf Eis gesetzt. Das bedeutet, sie können keine Ausgänge mehr machen, weder zur Wohnungssuche noch zur Entlassungsvorbereitung. Es ist im Moment wirklich alles still. Beschissene Situation in einem geschlossenen System quasi, ne? Vielleicht kommen wir zu einem Thema. Verschiedene Bundesländer haben die Ersatz- und Kurzfreiheitsstrafen ausgesetzt. Das sind so Strafen, zum Beispiel, wenn Menschen ihren Strafzettel nicht bezahlen können oder ihre Ticketgebühren, also Leute, die ohne Ticket aufgefunden wurden und dafür in den Knast müssen. In verschiedenen Bundesländern ist es ausgesetzt worden, also Menschen kommen nicht neu in den Knast, wenn sie so eine Strafe aufgebrummt bekommen haben. Wie ist es in Sachsen? Ich hätte mir gewünscht, dass Sachsen vielleicht sogar so eine Vorreiterrolle einnimmt, aber das ist leider nicht passiert. Es ist halt so gekommen, dass Sachsen eine Verfügung erlassen hat, in der es heißt, dass der Einbezug der Ersatzfreiheitsstrafe ausgesetzt wird. Aber sie haben das halt so verstanden, dass sie aussetzen, sagen, dass wir nichts mehr aufnehmen, aber alle die schon inhaftiert sind, die bleiben halt inhaftiert. Hier waren gerade so Bundesländer wie Berlin, Brandenburg wirklich Vorreiter, die gesagt haben, wir entlassen alle Ersatzfreiheitsstrafer und Sachsen hat jetzt nachgezogen. Also sie haben jetzt, am Montag kam die Verfügung, dass das passieren soll. Daraufhin haben die Staatsanwaltschaften dann die Entlassungsanordnungen erteilt. Und am Dienstag, das habe ich auch gesehen, sind dann die ersten gegangen.
Und kannst du dir vorstellen oder weißt du, was mit Leuten passiert, die jetzt rauskommen, die zum Beispiel keine Wohnung mehr haben? Die kommen ja wieder in so einen Teufelskreislauf jetzt, wo sie per Allgemeinverfügung Verfügung eigentlich darauf zurückgeworfen sind, in ihre häusliche Unterkunft zu gehen. Gibt es da vielleicht Probleme? Sicherlich gibt es die Probleme. Ich denke, also nicht ich denke, sondern wir wissen, dass die sozialen Systeme jetzt gerade ein bisschen so an ihre Grenzen stoßen, auch wenn irgendwelche Zuschüsse freigegeben werden. Aber wir sind an so einem Punkt, dass die Zahl derer relativ hoch sein wird, die von der Haft jetzt in die Obdachlosigkeit gehen, weil sie einfach keinen Background haben, wo sie, an den sie sich stützen können, wo sie jetzt aufgefedert werden. Ich meine, klar, auch wenn sie jetzt eine Wohnung finden, wie willst du die gerade in dieser Zeit ausstatten? Also das ist einfach, es ist ja nichts auf. Du kannst zwar Erstausstattung beantragen, aber wo willst du die hernehmen? Das geht einfach nicht. Und deswegen denke ich schon, dass das im Moment eine sehr große Herausforderung ist, wo auch ein bisschen so die Staatsregierung gefragt ist, dass da ein bisschen mehr kommt. Und ich meine, es gäbe zwar noch die Möglichkeit zu sagen, der Inhaftierte könnte freiwillig in der JVA bleiben, aber wer weiß das? Findet da eine Aufklärung statt? Wer macht das? Ja, das sind halt diese Sachen, die muss man halt hinterfragen. Ja. Was könntet ihr euch da vorstellen? Zum Beispiel, dass die Staatsregierung organisiert, dass es Wohnungen gibt, wo die Leute erstmal aufgefangen werden oder irgend sowas? Naja, wir müssen halt gucken, welche Möglichkeiten wir haben, für eine humane Unterbringung. Das ist halt wichtig. Gerade jetzt in dieser Zeit, es gibt sicherlich, also es gibt ja auch so städtische Firmen, die so städtische Mietfirmen, sage ich mal, die Gästewohnungen haben oder so, dass diese für diesen Zeitpunkt zur Verfügung gestellt werden. Also hier muss man einfach auch vielleicht mit diesen Vermietern ins Gespräch gehen und sagen, jetzt gerade ist es wichtig, dass die Leute zu Hause bleiben. Wir haben diese Möglichkeiten, also müssen wir die nutzen. Man muss halt wirklich hier ein bisschen weiterdenken und das ist halt das vermisse ich halt einfach. Man denkt halt für einen Teil, aber man denkt halt nicht für alle. Hast du vollkommen recht, ne? Kommen wir vielleicht noch zum anderen Thema, gesundheitliche Versorgung. Ich kenne mich ja gut mit dem Bereich Asyl, Geflüchtete aus. Da gibt es eine strukturelle Benachteiligung der Menschen, die kriegen eine schlechtere Gesundheitsversorgung. Im Knast ist es ja ähnlich. Die Gesundheitsversorgung ist nicht besonders gut. Gibt es da jetzt nochmal so ein Backlash irgendwie durch diese Corona-Zeiten? Also ist die Gesundheitsversorgung nochmal hinderlich in diesen Zeiten oder die eh schlechte Gesundheitsversorgung im Knast? Grundsätzlich haben wir eh in fast allen Justizvollzugsanstalten in Sachsen, ich denke auch im Bundesgebiet, das Problem, dass relativ wenig einen festen Anstaltsarzt haben. Vieles funktioniert halt einfach auf dieser Honorarbasis. Wir kennen das, dann kommt ein Arzt in seiner Mittagspause, macht da mal schnell 40, 50 Gefangene, so 1-2 Minuten Sprechzeit. Das geht ganz schnell und dann gibt es einfach so ein bisschen Salbe und so ein bisschen Ibuprofen und dann alles wird wieder gut. Gerade jetzt in dieser Zeit finde ich das sehr problematisch, weil dadurch, dass ja keine wirkliche Untersuchung stattfindet, kann man ja auch nicht sagen, was ist denn, was passiert denn hier wirklich gerade? Und wenn ich jetzt mal so ein bisschen auf Statistiken gucke, was ja gerne gemacht wird, dann können wir sagen, dass Sachsen zum Beispiel nur 50% von diesem Pro-Kopf-Vermögen ausgibt für einen Gefangenen, was ein normal gesetzlicher Versicherer draußen zur Verfügung hat. Und daher wissen wir auch im Bundesvergleich, dass Sachsen das Schlusslicht ist. Und daraus ergeben sich dann natürlich weitreichende Folgen. Gerade im Bereich HIV, Tuberkulose. Und wenn wir über Tuberkulose sprechen, dann wissen wir auch, dass Sachsen da der Meldepflicht nicht fristgerecht nachkommt gegenüber den Gesundheitsämtern. Also das wissen wir auch zum Beispiel aus der Vergangenheit von Skabesfällen, also Krätze im Vollzug, was ja auch gerade in dieser Gruppe meldepflichtig ist gegenüber den Gesundheitsämtern. Und ja, hatten wir das selber schon, dass dann das Gesundheitsamt in einem Kreis an der JVA von der GGBO davon erfahren hat und nicht von der Anstalt selber. Also können wir festhalten, die gesundheitliche Versorgung, die eh scheiße im Knast ist, kann jetzt sozusagen auch noch dazu beitragen, dass es Risikopersonen gibt und dass es keine adäquate gesundheitliche Versorgung gibt, ne? Richtig, genau. Genau. Vielleicht noch ein Aspekt, wenn du dazu was sagen willst. Gestern kursierte auf Twitter ein Bild von der Justizministerin Katja Mayer, wie sie in der Frauen-JVA in Chemnitz steht und sozusagen lobt, dass die Frauen dort Atemschutzmasken unter anderem für die Polizei nähen. Ihr kritisiert als GGBO ja schon die Form der Zwangsarbeit oder der schlecht entlohnten Arbeit im Knast. Findet ihr das korrekt, dass jetzt sozusagen Gefangene diese Arbeit machen? Also es ist ja zweischneidig, diese Atemschutzmasken werden gebraucht, aber
ist es so okay, wie das passiert? Ja, ist es so okay? Also gucken wir auf die Vergütungsstufen, sehen wir wieder, was die Leute verdienen. Ja, auf der einen Seite werden ja Atemschutzmasken genäht, die gebraucht werden. Ja, das ist einfach so. Aber gucke ich mir das Bild an, dann sehe ich da auch, dass da keiner von den anwesenden Personen, geschweige denn eine Inhaftierte, selber so eine Atemschutzmaske trägt, obwohl ja mehrere Personen in einem Raum sind. Und da frage ich mich, muss das denn sein? Ich frage mich dann auch, wenn da Katja Mayer als Justizministerin vor Ort ist, warum? Ist das dann Prestige oder ist es dann, ne, mich ins Bild zu setzen? Das weiß ich nicht. Mm. Ja, okay. Es wurde auch hinlänglich kritisch diskutiert. Bevor ich vielleicht nochmal frage, was ihr euch jetzt gerade in der Situation wünscht, würde ich nochmal genau auf den Punkt Hygienemaßnahmen eingehen. Es gibt Berichte wiederum aus Erstaufnahmeeinrichtungen, dass die hygienische Situation dort beschissen ist, dass es keine Seife gibt, kein Desinfektionsmittel, auch kein Toilettenpapier übrigens. Wisst ihr, wie die Situation in den Knästen ist? Ist dafür zumindest gesorgt? Also da kann ich sagen, zumindest ob das in allen sächsischen Anstalten so ist, das kann ich nicht sagen. Mhm. Ich kann dir wirklich jetzt gerade nur das sagen, was ich selber weiß. Und das wissen wir halt auch aus Gesprächen, die mit der Anstaltsleitung zum Beispiel stattgefunden haben, dass die Mengen an Hygieneartikeln, Toilettenpapier, Desinfektionsmitteln, Seife sehr ausreichend vorhanden sein soll. Mhm. Also zumindest ein positiver Punkt, genau. Genau. Und dann vielleicht zum Schluss die Frage, was würdet ihr euch denn jetzt in der Situation wünschen? Ist es eine Forderung, wie alle Menschen erstmal entlassen aus diesen Knästen, um das Risiko zu minimieren? Ist das eine adäquate Forderung? Was stellt ihr euch vor, was müsste passieren, wenn ihr auch das Justizministerium in Sachsen hier kritisiert? Das Wichtigste ist auf jeden Fall Transparenz, das ist wichtig, weil es gibt ja auch Pandemiepläne, das wird nicht kommuniziert, keiner weiß, was passiert, wie geht es weiter. Wenn wir gucken, wir haben eine Verfügung, dass Besuch gestrichen wird für alle. Diese Verfügung ist zeitlos, also es gibt kein Datum, bis wann die gilt. Es ist einfach unklar, das ist schon das Erste. Gefangene sind lassen, ja, das ist wichtig. Gerade jetzt ist es wichtig, weil einfach du hast ein Herd, du hast viele auf engstem Raum und es ist einfach nur noch die Frage, es ist nicht mal die Frage ob, es ist nur noch die Frage wann und wenn es dann passiert, dann wird es, denke ich, sehr, sehr unentspannt. Hm. Also Transparenz, bessere Kommunikation für die Gefangenen und klare Enddaten. Das wird ja auch so von kritischen Juristen gerade empfohlen, dass man die Maßnahmen auch tatsächlich zeitlich begrenzt. Okay, hast du noch was hinzuzufügen, Manuel? Eigentlich nicht. Okay. Die GGBO hat eine Website, ggbo.de, da kann man alle auch bundesweiten Informationen regelmäßig nachlesen. Alle Informationen, gerade was jetzt so passiert, aktuell ist ggbo.de, Twitter, Facebook, wir sind überall. Alles da. Vielen Dank. Danke. Und einen schönen Abend. Bis gleich. Ciao.